Moin aus der Stahlfabrik, Tini hier. Heute stellen wir euch folgendes Riding Piece der Woche vor, und zwar unsere Wiley X Brillen. Da gibt es zwei unterschiedliche Sorten. Es gibt einmal die Asphalt-Serie, das ist zum Beispiel dieses Modell hier quasi. Das ist eher der Einsteiger, die fangen so ab 49 Euro an. Und dann gibt es das High-End-Produkt, und zwar ist das die Climate Control Serie. Die Climate Control Serie haben wir hier mal ein paar Modelle aufgestellt, damit ihr seht, welche unterschiedlichen Modelle es gibt, in welchen Größen. Also vom Rahmen her sind sie unterschiedlich und auch von den Gläsern natürlich. Und Climate Control heißen sie aus folgendem Grund, und zwar sollen diese Brillen das Klima regeln. Und zwar machen diese Brillen, sie regeln das Klima quasi durch diesen herausnehmbaren Schaumstoff, der sich hier drinne befindet. Also man kann den hier ganz einfach an der Seite rausnehmen quasi. So, genau. Und so kannst du die Brille in der Freizeit tragen, aber eben auch zum Fahren durch diesen Schaumstoff. Und was macht dieser Schaumstoff? Dieser Schaumstoff schützt quasi unser wichtiges Sinnesorgan, und zwar das Auge, was ja sehr wichtig ist, denn ohne das können wir kein Motorrad fahren, vor Staub, Steinschlägen, Fliegen. Ganz viele Kunden fragen sich natürlich, warum diese Brille so preisintensiv ist. Also die Brille fängt bei 119 Euro an. Und die zum Beispiel, die aus der Asphalt-Serie, eben ab 49 Euro. Und der Unterschied liegt tatsächlich darin, dass diese einfach mehr Funktion hat und natürlich auch das Material, aus dem die Brille besteht. Die Brille ist unheimlich leicht, was natürlich super ist beim Fahren, weil sie eben nicht stört oder nicht drückt auf der Nase aufgrund der Schwere. Aber sie ist so leicht, weil sie aus Kunststoff komplett besteht. Das heißt, auch die Gläser sind nicht aus Glas, sondern bestehen aus Kunststoff. Die Brillen gehen quasi durch ein amerikanisches Testsystem, das viel strenger ist wie hier in Deutschland, zum Beispiel der TÜV. Noch eine Besonderheit bei den Brillen ist, es gibt halt verschiedene Modelle, sodass halt für jeden Kopf, für jede Größe, ob Mann oder Frau, halt das richtige Modell dabei ist. Da muss man sich tatsächlich ein bisschen durchprobieren. Und dann gibt es natürlich auch unterschiedliche Linsen. Wir haben hier mal ein paar aufgestellt, und zwar gibt es sie verspiegelt, es gibt sie klar, es gibt sie abgedunkelt, es gibt sie selbsttönend. Das heißt, wenn ich in der Sonne fahre, wird sie dunkel, wenn ich in den Tunnel fahre, wird sie wieder etwas heller. Und es gibt auch die beliebten gelben Gläser. Und das Besondere an dieser Cox, an der neuen, ist halt, dass es eine selbsttönende Brille ist, die automatisch auch die gelben Gläser schon drin hat. Das heißt, ihr braucht keine Zweitbrille, sondern ihr könnt die wirklich für Tag, bei Sonne, bei Nacht, also quasi eine Brille, und die kann alles. Wirklich top zu empfehlen. Gibt es leider momentan nur in diesem Modell, also die Cox quasi, die ist relativ groß. Ich hoffe, dass da vielleicht noch ein bisschen was von Wiley X kommen wird, auch in anderen Modellen und auch für uns Frauen natürlich, dass wir auch nur noch eine Brille brauchen und nicht verschiedene Brillen. Und dann ist es auch so, dass wir die Brillen alle mit Sehstärke bestellen können. Das heißt, ihr seid kurzsichtig, seid weitsichtig, gar kein Problem, ihr sucht euch ein Modell aus, was passt, und wir bestellen es entsprechend mit eurer Sehstärke. Ich stelle euch heute mal näher die Cox vor. Das ist das neueste Modell aus der Climate Control Serie von Wiley X. Die Brille ist unheimlich leicht, wie auch alle anderen natürlich. Und zwar besteht sie komplett aus Kunststoff. Das heißt, auch die Gläser bestehen aus Kunststoff, was natürlich auch einige Nachteile mit sich bringt. Wenn du sie aufhast beim Fahren, ist alles in Ordnung, aber du musst halt ganz doll darauf achten, wenn du die Brille halt reinigst. Du darfst sie halt niemals nach dem Fahren mit einem trockenen Tuch reinigen. Das liegt halt daran, dass es eben kein Glas ist, sondern Kunststoff. Also diese Brille besteht aus ganz vielen Schichten Kunststoff, ganz dünne, muss man sich vorstellen wie ein Buch mit ganz vielen Blättern. Und dadurch ist die Brille oder die Gläser sind die natürlich stoßfest. Das heißt, wenn zum Beispiel, hier haben wir mal so ein Modell, da sieht man, dass es aus Kunststoff ist. Wenn zum Beispiel ein Steinschlag, du fährst hinter einem LKW und ein Steinschlag trifft auf dieses Kunststoff, also auf diese Kunststofflinse quasi, dann zerbricht sie nicht wie ein Glas, sondern sie hält diesem Stand. Und das ist eben das Gute. Was eben auch wichtig ist für dein Auge, weil du schützt ja den Kopf auch wie ein Helm, und somit solltest du natürlich auch
dein Auge schützen. Wie gesagt, ganz wichtig ist bei der Reinigung, dass du halt nicht mit einem trockenen Tuch, sondern dass du immer die Brille mit kaltem oder lauwarm, niemals mit heißem Wasser, die Brille vorher abspülst und dann ganz vorsichtig mit einem feuchten Tuch am besten die Fliegenreste abreibst, damit du eben keine Kratzer auf der Oberfläche verursachst, denn wenn Kratzer drauf sind, dann arbeiten die sich quasi über die Zeit durch Feuchtigkeit, die reinkommt in den Kratzer, durch die Brille, was dann wiederum die Beschichtung löst. Das ist halt tatsächlich ein bisschen der Nachteil zu einer Glaslinse. So, damit ich euch mal zeigen kann, wie das Ganze aussieht. Also ich empfehle immer in einem Beratungsgespräch natürlich, wenn ihr eine Brille sucht zu eurem Helm, bringt euren Helm mit, damit wir auch wirklich gucken können, ob diese Brille unter den Helm passt und dich nicht drückt, quasi hinten an den Schläfen oder sie vielleicht hoch drückt durch den Helm. Und da demonstriere ich euch das mal quasi am besten. Also wie gesagt, die sind unheimlich biegsam, man braucht keine Angst haben, dass irgendwas kaputt geht. Also man sucht sich dann quasi den Eingang der Brille, setzt sie auf und wenn du mal ein bisschen dichter kommst, liebe Wiebke, dann sieht man halt auch, dass sie halt komplett abschließen muss. Hier sieht man das quasi mit dem Schaumstoff, sodass wenn ich wirklich mit dem kompletten offenen Helm fahre, mein Auge, was das wichtigste Sinnesorgan ist, quasi schütze. Also wenn ihr eine Brille sucht, die genau das alles können soll, was ich euch gerade erklärt habe, dann kommt einfach mal vorbei zu uns. Wir beraten euch gerne und finden ganz sicher die Brille, die zu dir passt. Also bis bald. Tschüss.